Golden leuchten sie die Halme, auf dem Dach eines Gutshauses im mecklenburgischen Perlin. Hier in diesem Dorf wird eine alte Handwerkskunst gepflegt, die Reetdachdeckerei. Die alten Bindetechniken kann keine Maschine übernehmen. Gefragt sind stattdessen die geschickten Hände der Handwerker, Erfahrung und Fachwissen. Ja, es ist ein sehr altes Handwerk mit großer Tradition. Es gibt da wenige technische Neuigkeiten. Man kann da nicht so mit Technik arbeiten. Sehr viel Handarbeit. Mit einem Eisen klopfen die Handwerker das Schilfrohr zurecht. Auf diese Weise legen sich schon seit Jahrtausenden Menschen an den Küsten das schützende Reet auf Unterkünfte, Ställe und Scheunen. Gesund und langlebig sollen die Dächer vor allem sein. Daher lassen die Handwerker die Halme jetzt sogar im Labor überprüfen. Auf Qualität und Resistenz gegen Pilze kommt es an. Wir haben mit Untersuchungen von Universitäten eine absolute Sicherheit jetzt, was die Qualitäten angeht und Beständigkeiten von Reet. Immer mehr Dächer werden, besonders im norddeutschen Raum, mit Reet eingedeckt. Tatsächlich erlebt das Reet derzeit eine Renaissance in Norddeutschland. Nachhaltigkeit, natürliche Optik und bester Schutz vor Wind und Wetter. Das macht das Reet so beliebt. Die goldgelben Halme werden allerdings größtenteils importiert. Aus Polen, Rumänien oder Ungarn. Der Naturschutz verbietet oft die Reeternte vor der Haustür. Trotzdem hat Deutschland vorgeschlagen, das uralte Handwerk auf die UNESCO-Liste des immateriellen Weltkulturerbes zu setzen. Ich denke, dass es absolut wichtig ist, so ein Kulturgut, das so regional besteht, auch auf die Weltkulturerbe anzusehen als Weltkulturerbe und auch einfach festzuhalten für nachkommende Generationen. Ob die Reetdachdeckerei zum Weltkulturerbe wird, entscheidet sich Ende des Jahres. Unter den 83 deutschen Vorschlägen finden sich auch Bier, Brot und Beethoven.